grüße euch recht herzlich. Ich hatte ja vorgehabt, von Bad Hersfeld nochmal Teil 2 zu machen mit dem Video. Ging natürlich nicht, weil schon auf der Anfahrt die ganze Anfahrt verspätet war. Hat einen Navi-Ausfall gegeben. Hat mich 30 Kilometer hinter Kassel irgendwo zwischen zwei Baustellen navigiert und dann hat das Navi gesagt: Auf Rot, ja, kümmere dich jetzt. So, ja, bin mir da nicht anders übrig, als das nochmal neu zu starten, die Adresse nochmal neu einzugeben. Und da hat sich herausgestellt, 1,5 Stunden hatte ich dann noch zu fahren, um das Ziel zu erreichen. Weil wir haben ja die Veranstaltungsorte erst sehr spät bekannt gemacht. Hat zum Teil auch Sicherheitsgründe, weil wir leben ja nicht in einem freien Land. Wird uns zwar mal vorgegaukelt, dass das Grundgesetz alles so toll ist und eine freie Meinungsfreiheit ist. Problem ist nur, wenn Leute die Wahrheit sprechen und das eben öffentlich auch machen, haben sie plötzlich Autounfälle, werden vergiftet, kommen irgendwo unter die Räder, fahren an Baum, was auch immer. Sehr unschöne Sachen, die da passieren. Und trotzdem stellt sich die Frau Merkel vorne hin, wir sind die erfolgreichste Bundesregierung ever. Und die Leute lassen alles mit sich machen. Ne? Die kriegen Bescheid ins Haus gestellt, da ist keine Unterschrift drauf. Sie haben Beschlüsse gemacht, die nicht vom gesetzlichen Richter sind. Die GEZ wird plötzlich allen verordnet, obwohl wir völlige Vertragsfreiheit haben. Das Grundgesetz uns völlige Vertragsfreiheit zusichert. Niemand kümmert sich darum, dass ihr Recht und Gesetz eingehalten wird. Und wenn die Ausführenden in diesem Land, seien es jetzt die Staatsanwälte oder seien es die Polizisten oder auch Krankenhaus oder öffentlicher Dienst allgemein, da würde man sagen, ja, wenn du dann was vorträgst, weil du deine Rechte kennst, sondern ich habe meine Anweisung, die Betonung liegt auf meine. Das heißt, jeder macht sich als Darsteller im öffentlichen Dienst irgendwelche eigenen Regeln und verkauft uns das dann als, ja, das wird eben ausgeführt, ich habe meine Dienstanweisung und das mache ich jetzt, ich bin hier, stehe hier, starte das und dann wird hier in Deutschland regiert. So, und wir wundern uns immer, warum wir hier in der ganzen Welt alleine gelassen werden. Obwohl Russland eigentlich wissen müsste, wie es in Mitteldeutschland läuft, weil sie ja immer noch die Besatzungszone unter sich haben. Wer es nicht glaubt, guckt sich einfach mal an, was mit dem Flughafen Bär los ist. Dass nur 6 Jahre lang im Prinzip das Ding übergeben werden kann und trotzdem noch kein Flugbetrieb Freigabe gibt. Da werden immer wieder neue technische Mängel erfunden, die es eigentlich nicht gibt und eine ständige Verteuerung des Projektes. Aber niemand erfährt den wirklichen Grund, weshalb Bär nicht öffnet. Liegt einfach daran, dass Berlin kein konstitutioneller Bestandteil der Bundesrepublik ist und auch nicht von ihr regiert werden darf. Ja, und wenn das dann so ist, dass Mitteldeutschland eben die Überflugsrechte immer noch in Moskau geordnet sind, und aber Moskau sich eben nicht in die inneren Angelegenheiten der Bundesrepublik einmischen darf, so die öffentliche Lesart, Putin auch immer wieder betont, dass er eben nur mit den Regierenden oder mit den Mächtigen verhandelt, dann muss man natürlich als Betroffener sagen, ja, da sind wir ein bisschen alleine gelassen. Aber so einfach ist das nicht. Unser Besatzer hat natürlich neben seinen Rechten, hier rein zu regieren, natürlich auch Pflichten. Und die Pflichten ergeben sich zum Beispiel aus der Genfer Konvention, wo uns eine ordentliche Registrierung, eine ordentliche Staatsangehörigkeit zusteht und wo auch in einem Verwahrstaat Recht und Gesetz einzuhalten sind. Also das Recht auf ein rechtliches Gehör durch einen gesetzlichen Richter. Ja. Da sind wir natürlich an einer Stelle, wo es hier das System an seine Grenzen kommt, weil wenn du die Legitimation anfragst, machen sie in der Regel eins, dass sie dir dann irgendein Überfallkommando schicken, nur weil du die Frage gestellt hast, können sie sich mal bitte als Richter oder als Beamter legitimieren. Du hast nicht angegriffen, dass die Entscheidung falsch wäre oder dass er nur ein Hampelmann ist. Du willst einfach nur, dass er dokumentiert, das, was er vorgibt zu sein. Weil muss er einen Amtsausweis haben oder muss eine Legitimation haben oder eine Ernennungsurkunde, was auch immer. Und dann stellt sich raus, dass er entweder ungültige Dienstausweise präsentieren oder Visitenkarten, die man sich irgendwo drucken lassen kann. Und in solchen Umfeld sind wir im Privatrecht. Ja? Wir müssen mal wissen, was ist denn mit der Weimarer Blick los? Ja? Weimarer Blick ist eine Handelsorganisation, die mit ungültigen Urkunden handelt. Das ist ihr Geschäftsfeld. Da müssen wir uns überlegen, was macht denn das für einen Sinn? Also wenn ich eine ungültige Urkunde habe, dann kann ich ja damit eigentlich nichts anfangen. Ja? Also ich habe zum Beispiel die Urkunde, ich bin der Kaiser von China. So, die hast du dir mit Corel oder mit irgendeinem Photoshop zusammengeklickt. Sieht alles toll aus, ist auch irgendeine Krakel drauf, da ist eine Unterschrift.
So, und das Ding ist jetzt im Prinzip ein Kunstwerk und damit gehst du jetzt sozusagen handeln. Ja? Also die zeigt dann vor, ja, das ist ja das Ding und ja, das ist das, was die Weimarer Republik sich als Geschäftsmodell vorgestellt hat. Ja. Nun muss man wissen, dass es aber nicht nur, sagen wir mal, ein Kunsthandelsprojekt ist, sondern dass es tiefer geht. Dass damit im Prinzip ein Staat simuliert wird. Also den Leuten irgendwelche Fahrerlaubnisse oder Pässe oder irgendwas ausgestellt wird, die einen Staat vorgeben, also sowas wie eine Demokratie simulieren, die aber real nicht vorhanden ist und auch nicht sein kann. Wir wissen, dass ja die Haager Landkriegsordnung seit dem Ersten Weltkrieg gilt, und zwar, weil der Kriegseintritt schon 1914 passiert ist. Ne? Und mit Kriegseintritt gilt die Haager Landkriegsordnung, und dann, wenn das Gebiet im Prinzip zur Ruhe gekommen ist, dass die Zeit der Besatzung gilt, dann gilt Teil 3 der Haager Landkriegsordnung, und dort gibt es einen Artikel 43, und über den Artikel 43 wird das Landesrecht eingesetzt. Die meisten überlesen das, weil sie sich unter dem Landesrecht nichts vorstellen kann. Nun ist es aber so, man muss jetzt gucken, was ist denn das Land zum Zeitpunkt des Überfalls oder der Besetzung? Das war das Kaiserreich. Ja? Also das Landesrecht des Kaiserreichs ist das, was im Landesrecht der Haager Landkriegsordnung Artikel 43 genannt ist. So. Und dann beginnt sozusagen wie ein Dornröschenschlaf, also der Staat schlafen gelegt, weil ja ein Fremdeingriff passiert, also der Besatzer sich Vorbehaltsrechte geltend macht. Und auf diesem Rechtsstand vor der Besatzung, das ist das, was uns gewährt werden muss. So, und jetzt muss man gucken, ob während dieser Besatzungszeit der Staat irgendwelche Handlungen oder Verfügungen machen durften, die Bestand haben. Nur in dem Fall kann man im Prinzip vom Kriegseintritt das Landesrecht fortschreiben. Das ist im Kaiserreich durchaus der Fall, weil bis zum 27.10.1918 der Kaiser immer noch Verfügungen gemacht hat und die auch beachtet wurden, weil auf das Reichsgebiet der Amerikaner keine Besatzung ausgedehnt hat. Nun muss man wissen, dass sich natürlich der Amerikaner in der Form von Woodrow Wilson aktiv in das Kriegsgeschehen eingemischt hat. So. Und dem vorausgegangen waren Geheimverhandlungen, die in London stattgefunden haben, wo gewisse, sagen wir mal, zionistische Banker mit der City of London verhandelt haben, ob sie denn nicht das Stück Land Israel zum Besitz kriegen könnten, wenn sie dafür sorgen, dass Amerika in den Krieg eintritt. Und haben die Engländer gesagt, das ist ein gutes Geschäft für uns. Das schaffen die sowieso nicht, aber wenn sie es schaffen, wir hätten ja eh das Land nur noch 14 Tage ernähren können und dann hätten sie aufgeben müssen. Also in so einer Situation haben die gesagt, na gut, wenn die das schaffen, in Amerika in den Krieg reinzuziehen, dann haben wir das Ding ja gewonnen, also können wir denen auch das Land, wo nur Disteln und Skorpione wachsen, auch übereignen. Ja, dann muss man natürlich wissen, dass Israel natürlich eine lange Geschichte hat, also im Alten Testament schon verordnet ist. Wo wieder viele sagen, ja, das sind ja auch nur wieder gefegte Alttestamente, da wissen wir ja hier, dass da was gefälscht ist und dort was geändert worden ist, es ist ja alles nicht rechtens. Und was ist denn passiert? Der Balfour und sein Kumpel Rothschild haben miteinander einen Vertrag gemacht und haben ein Land übergeben, für das sie selber gar keine Eigentumsrechte haben, weil die Engländer das Land auch nur gestohlen haben. Ja. Dass da kein rechtsmäßiger Staat entsteht, brauchen sie wundern. Und man sieht es auch ein bisschen an der Staatsflagge, weil das Hexagramm ist nun mal satanischen Ursprungs, da brauchen wir nicht lange überlegen, überall in den jesuitischen Schriften zu sehen. Also es hat nichts mit dem alten mosaischen, alttestamentlichen Volk zu tun, die da die Bundeslade hatten oder so nach dem Gott der Himmels und der Erde geforscht haben, sondern es ist eine zionistische Geschichte. Und hier ist im Prinzip auch nur Besetzung da. Also man kann sagen, das zionistische Regime in Israel eine Besatzungsmacht für das Volk Gottes ist. Wenn sie sich denn so sehen als Volk Gottes. Gibt es auch wieder Zweifler, die sagen, dass die Vorgänge des Alten Testaments sind in Mitteleuropa passiert und sind damals auf die Region umgeschrieben worden. Beweise in dem Sinne gibt es nicht. Es gibt aber Theorien, die auch stichhaltig sind und stimmig sind. Man muss es halt mal prüfen. Aber das ist eben eine der vielen Themen, die nie öffentlich diskutiert werden dürfen, weil das bestimmte politische Kreise nicht wollen. Ich muss das jetzt auch nicht ausführen. Entscheidend ist, dass sie es geschafft haben, Amerika in den Krieg reinzuziehen, indem sie zum Beispiel Schiffe versenkt haben vor der Küste von England und dadurch auch viele Amerikaner umgekommen sind. So. Und da war das Maß voll und da haben dann die Amerikaner
dafür gesorgt, dass sie sich an dem Krieg beteiligen, haben sie auch gewisse Vorlaufzeit gehabt und sind dann tatsächlich in den Ersten Weltkrieg eingestiegen und haben dann dem Kaiser im Prinzip Auflagen gemacht, er möchte bitte zurücktreten und die wollen dann dort ihre freimaurerische Regierung installieren. Woodrow Wilson war ja Hochgrad Freimaurer und der Krieg wurde ja nicht deswegen geführt, weil Deutschland für Amerika eine Gefahr war, sondern weil es eben in den Logen Absprachen gegeben hatte. Ne? Also auch der Kriegseintritt, den Anschlag von Sarajevo, war ja im Prinzip ein Logenjob, weil die Loge, die Schwarze Hand, im Prinzip das Thronprinzenpaar von Österreich-Ungarn überfallen hat und mit mehreren Versuchen es dann letztlich zum tödlichen Schuss kam. So, das heißt, der Erste Weltkrieg war nicht von Deutschland ausgegangen, sondern war ein Logenjob und man hat alte Verträge genutzt, die der Bismarck geschlossen hatte, so ein 6 Jahre vorneweg, über den Norddeutschen Bund. Wenn also eins von den zwei Ländern, Österreich, Ungarn oder das Kaiserreich, angegriffen werden, müsste das jeweils andere Land zu Hilfe eilen. Und das ist genau der Fallstrick gewesen, um Kaiser Wilhelm II. Zu nötigen, dort in den Krieg mitzumachen. So, und dann haben die im Prinzip sich ein Kriegsgebiet ausgeguckt, das ist heute im heutigen Niederlande, und haben also in einem wüsten Stellungskrieg Tonnen von Kriegsmaterial dort mal in den Krieg reingeworfen und Ende vom Lied, es kam dann keine Bewegung mehr in die ganzen Truppen rein und die haben das dann irgendwie abgebrochen. Und im Zusammenhang dessen, dass jeder einsehen musste, dass keiner den anderen wirklich besiegen kann, aber alle untereinander Toten zu beklagen haben und die jeden Tag mehr wurden, haben die gesagt, also der Stellungskrieg, das nützt ja niemand was, wir müssen jetzt drüber reden, dass wir das beenden, die Geschichte. Weil es steht in keinem Verhältnis mehr zu den drei ursprünglichen Toten bei dem Anschlag. Da waren sich darüber einig und im Prinzip sollte jeder seins bezahlen. Und als es dann zur Unterzeichnung kam, Kaiser hat das halt auch nie unterschrieben, sondern Max von Baden hat die Unterzeichnung, haben sie dann die Schriftsätze ausgetauscht und dort steht dann immer drin, dass Deutschland eine Kriegsschuld hat, obwohl Deutschland nur als Bündniswander mit war. Also wie ein NATO-Einsatz von der UN-Mandat. So ungefähr ist es damals gewesen. Also Deutschland nur deswegen mitgegangen, weil der Grenzkonflikt zu Serbien mit Österreich-Ungarn gewesen ist. So, der Zweite Weltkrieg war der deutsche Staat nicht beteiligt, weil der Besatzer des Kaiserreichs, also die Weimarer Republik, mit dem Besatzer von Russland, also die Sowjetunion, Kriegsgeschichte hatte. Und zwar deswegen, weil die City of London wieder Stalin Geld geborgt hat, mit der Auflage, dass der Stalin an die Grenze Panzer stellt, um sozusagen das Deutsche Reich vom Osten her zu überfallen. Dort hat sich das eine Weile angeguckt, aber er war ein okay Stratege. Aus heutiger Sicht müsste man machen, man hätte die Panzer, die da aufgesammelt waren, einfach mal loslassen sollen und sagen wir mal 50 Kilometer lang einwärts fahren lassen und dann sozusagen die Panzer mit entsprechenden Flugzeugen stoppen und sich den Stall greifen und die Panzersoldaten wieder hinschicken. Ja, das wäre der Zweite Weltkrieg nicht passiert. Ne? Hitler hätte sich halt Stahl liefern lassen. Aber damals gibt es eben die Vermutung, dass eben auch Hitler ausgetauscht worden ist und dass er eben den Anschlag auch nicht überlebt hat, der auch nicht passiert ist, oder auch schon viel früher durch Stubel ausgetauscht wurde. Es gab ja bis zu 30 Stubel, die Hitler sehr ähnlich sahen. Und die waren eben für den Fall der Fälle vorgesehen, im Fall dann irgendwie erfolgreicher Anschlag passiert. Ist ja bei jedem Regierungsmitglied sind ja immer Stubel da, die da irgendwelche Darsteller machen. Genaues weiß man nicht. Auf jeden Fall hatten die Russen dann nach Ende des Zweiten Weltkriegs versucht, anhand der Zahnuntersuchungen herauszufinden, wer da nun vor der Reichskanzlei angeblich verbrannt ist und ist herausgekommen, dass es doch nicht Hitler sein kann, weil die Zahnspiegel nicht gepasst haben. Ja, und dann war natürlich nicht klar, wie die Sache gelaufen ist. Fakt ist aber, dass er selber und auch seine Gefolgsleute mit Hilfe des Vatikans in Ausland gelangt. Und der Vatikan ist eine Souveränitätszone gewesen damals, auch das Reichskonkordat, also der Vatikan mit dem Nationalsozialismus Verträge hatte, hat gegriffen und diese Verträge haben die einfach aktiviert. So, das ist das, was passiert ist. Ihr wisst natürlich, dass das ein bisschen abweicht von dem, was uns jeden Tag erzählen, dass wir so eine riesengroße, schlimme Kriegsschuld gemacht haben. Aber man muss natürlich eins sagen, Hitler hatte 27 Friedensangebote gemacht, um die Eskalation zu beenden, aber die City of London hat die alle abgelehnt. So, da muss man sich fragen, wer denn hier der Aggressor ist. Ich kann nur erkennen, dass hinterher sämtliche deutschen Städte, die kreisfrei waren, zerbombt waren,
Millionen von Toten und dass die Angriffe auf die Zivilbevölkerung nichts mit der Kriegshandlung zu tun hat. Weil der Krieg hat ja irgendwo im Kursgebirge stattgefunden und die rückweichenden Truppen waren ja wirklich ein Hindernis für die Rote Armee. Und genauso sah es an der Westfront. Also nachdem der Westwall im Prinzip gefallen ist, waren die im Prinzip nur auf der Flucht. Das ist die Frage, ob man deswegen deutsche Städte in Schutt und Asche legen musste. Und da kommt eben die interessante Geschichte zutage, dass der Churchill auf der Konferenz von, ich glaube, in Yalta war das, gesagt hat, wir werden das schon schaffen, dass wir bis zum Kriegsende ein paar Millionen Deutsche braten. So, und er würde dann noch gerne Vorschläge einsammeln, der das noch ein bisschen beschleunigen könnte. Also ging es ja nicht wirklich darum, um eine nationalsozialistische Gefahr zu beseitigen, sondern es ging wirklich um Völkermord, um eben die Möglichkeiten, dass Deutschland mit seiner Wirtschaftskraft die anderen europäischen Staaten an die Wand fährt, zu beseitigen. Und wenn man sich die Rede anguckt, die der Grünen-Chef Joschka Fischer ausgelassen hat, es kommt ja nur darauf an, so viel wie möglich Geld aus Deutschland rauszuleiten und dann ist die Welt gerettet, ist im Prinzip genau das, was Churchill in Yalta auch vertreten hat. Und da muss man sich fragen, was ein Geist des Kindes ist. Ja, ob die rot-grüne Sache im Prinzip nicht ein rot-grün angestrichener Faschismus ist. Man kann da sicherlich Parallelen ziehen. Und die gleiche Geschichte wäre ein blau-gelb lackierter Faschismus. Und das, was Juncker erzählt hat, dass er einem einfach irgendwas in den Raum stellt und dann sowieso keiner versteht, was da beschlossen worden ist und dann einfach immer weitermacht, bis es kein Zurückkehr gibt und dass das Demokratieverständnis der EU ist, haben wir eben eine blau-gelbe lackierte Faschismusdiktatur. Ja, das ist nichts anderes. Ja. Und wir müssen uns irgendwann mal überlegen, wie lange wir das mit uns noch machen lassen wollen. Ja. Jetzt ist es ja wieder so, dass ein neuer Bubenstreich rausgekommen ist, indem man zum Beispiel mal die Reisepässe ausgetauscht hat. Ja, früher war es ja so, dass auf dem Reisepass vorne so der Adler der Weimarer Republik war und innen die Kennkarte der Bundesrepublik. Bundesrepublik war im Prinzip ein Verwaltungskonstrukt, um das besetzte Gebiet im Sinne eines Verwahrstaats zu verwalten. So, deswegen hatten die innen 7 Federn der Adler und außen 6. Und viele haben ja nur gedacht, dass außen dieses Staatswappen, also dieses sechsfädrige Adler das Staatswappen ist. Ist aber nicht der Fall. Kann man es ziemlich einfach beweisen, indem man einfach mal reinguckt, was im Staatsangehörigkeitsgesetz im Ausfertigungsdatum steht, 22.07.1913. Das heißt, die Bundesrepublik erkennt das Kaiserreich als Staat an. So, dann muss man sich überlegen, welche staatlichen Symbole haben am 22.07.1913 gegolten? Das war der Kaiseradler. Also der sah ein bisschen anders aus, hatte seine Feder im Ordnung, hat eine Krone oben drauf. Und dort gab es aber nicht nur einen Staat, sondern eben 26 Staaten. Das 25 plus 1 kommt also noch SS Lothringen dazu. So, das ist der Staat. Und jeder Staat hat im Prinzip seinen Abgeordneten, also seinen König oder seinen Verweser hingeschickt. Und die haben dann nochmal diese Staaten einen Verein gemacht, der Deutsches Reich sich genannt hat. Wenn man so will, ist es ein Vereinsrecht, wo Staaten Mitglieder sind. Und die haben die Außenvertretung gemacht. So, das ist das, was wir in Berlin haben. Heute noch. Ne? Weil über den Überleitungsvertrag von Berlin steht ja drin, dass gewisse Rechte, die die Alliierten sich vorbehalten haben, für Berlin weiter existieren. Und dass die BRD den konstitutioneller Teil der Bundesrepublik ist und sozusagen einen Sonderstatus hat. Und der Sonderstatus, auch ein bisschen Staatsangehörigkeitsgesetz reingehen, heißt eben, dass in Berlin das Kaiserreich noch rausguckt. Ja, da müsste man sagen, müsste ja im Prinzip jedes Gericht, was in Berlin existiert, im Prinzip nach kaiserlichem Recht sprechen und das, was in der Hauptstadt gilt, müsste nach Völkerrecht im ganzen Land gelten. Ist aber nicht wirklich der Fall. Ja, auch in Berlin wird Unrecht gesprochen, auch in Berlin werden Scheinurteile gemacht, auch in Berlin werden Gesetze angewandt, deren Geltungsbereich schon lange gelöscht ist. Jetzt ist die Frage, mit welchem Recht passiert das überhaupt? Naja, der Punkt ist der, dass es eben hier in dem Land überhaupt keine Staatsangehörigen mehr gibt. Weil wir haben zwar ein Geburtsrecht, also wir sind ja irgendwie in einem Bundesstaat geboren, weil die Bundesstaaten können ja nicht beendet werden, solange wie es kein Kriegsende gibt. Ja, und wir haben also jetzt von 1914 bis heute, sind es also über 100 Jahre Krieg, wenn man so will. Und der Staat kann ja erst wieder handlungsfähig sein, wenn das Kriegsende erklärt wird. Also im Prinzip müsste der König von Preußen
aufgrund der Verfügung über die Form der Auflassung vom 18.05.1918 das Kriegsende erklären und dann müsste der kaiserliche Staat in voller Schönheit mit allen Ostgebieten wiederhergestellt werden und nicht in den Grenzen vom 31.12.1937, wie es aus dem Grundgesetz steht, sondern in den Grenzen vom 27.10.1918. Und das ist der Staat. Ne? Die Alliierten haben sich zwar ein Kampfgebiet abgesteckt, was sie im Prinzip als Deutschland definieren, aber Deutschland ist nicht der Staat, sondern Deutschland ist ein Begriff, der in den Chefgesetzen definiert wurde. Und der steckt einfach ein willkürliches Kampfgebiet ab. Wo ich mal sagen muss, ja, was ist denn 1937 passiert? 1937 war auf jeden Fall vor Anschluss von Österreich-Ungarn. Aber zu der Zeit gab es keine Kriegshandlung, weil der Krieg erst viel später losging. Trotzdem hat ja Hitler in dem Sinne keinen Staat gegründet. Er hat im Prinzip das fortgesetzt, was in der Weimarer Republik angefangen wurde. Und hat aber die Weimarer Republik an sich beendet, weil die Weimarer Republik im Prinzip nur dazu da war, um über den gefälschten Versailler Vertrag das Land auszuplündern. Also Abgabenlasten und ähnliches Ding in einer astronomischen Größenordnung aus dem Land auszuleiten, um die Wirtschaft und auch den sozialen Wohlstand zu beenden. Und im Prinzip hat eben von 1918 weg bis 1923, bis zur großen Wirtschaftskrise, es in eine Ausplünderung, in eine Verarmung der Städte gegeben. Also in dieser Zeit sind die meisten öffentlichen Gebäude verfallen, und zwar so schlimm, dass der Adel die im Prinzip verkaufen musste, ansonsten selber in Battlestadt gegangen ist. Und da kann man natürlich nicht auf einen rechtmäßigen Grundstücksverkauf, kann man da nicht erklären, sondern das ist einfach, aus der Not heraus wurden die also dann verlassen, die Burgen, und dann haben im Prinzip die Ganoven der Weimarer Republik das Zeug eingesammelt und haben sich also darüber gefreut und haben das dann sozusagen der Bundesrepublik übererbt. Und die geht davon aus, dass es ihrs ist, weil sie es von der Weimarer Republik übernommen haben. So, das ist aber nur Handel mit Hehlerware. Ja, an den Burgen und Schlössern kann niemand Eigentum haben, weil auch der Adel hier ja nur eine Verwaltungsfunktion hatte. Das Land und alles, was draufsteht, gehört dem Reich, ohne Deutsch. Das Reich ist im Prinzip das, was im Jahre 9 durch die Varusschlacht von dem römischen Sklavenhalterreich beseitigt wurde. So, damit ist ein Gebiet erklärt und auch ein Rechtsstand erklärt. So, und jetzt versuchen natürlich die Länder, die noch unter der römischen Fuchtel stehen, das ist Teile von Italien, weil sie eben unter römischer Besatzung stehen, und diejenigen, wo die Engländer nie besiegt werden können, sondern einfach nur wegen schlechten Essen gegangen sind, das ist England. So, kennt ihr ja Asterix, ne? So, das ist im Prinzip, haben die Engländer sich einfach nur zurückgezogen, aber es wurde eben keine Schlacht geschlagen dort. So, und demzufolge haben die das römische Recht heute noch. Die ganzen Commonwealth-Staaten und alles das, was unter englischer Kontrolle ist, teilweise auch Indien, heute noch haben eben dieses römische Sklavenhalterrecht, wo eben auch diese lateinischen Begriffe des Rechts herstammen und auch, sagen wir mal, im Prinzip eine Fortsetzung aus der Zeit des Spartakus und der großen Seeräuber, zusammengeschustertes Recht, was eben dort den Menschen im Prinzip niederhält, dem die Rechte entzieht, sozusagen eine effektive Ausdünnung ermöglicht. Das ist im Prinzip das, was mit dem römischen Recht oder dem kanonischen Recht, was da im Prinzip jetzt im deutschen Recht einfach gemacht wird. Ne? Wir hatten ja im Prinzip im Rahmen der Besatzung das kaiserliche Recht zu beanspruchen. Das heißt, der Tod der natürlichen Person kann nicht eintreten. Also ist Unrecht, was hier praktiziert wird. Und da gibt es natürlich Leute, die jetzt sagen, naja, in England gibt es ja das UCC, und da sind ja gewisse rechtliche Formalien oder Haftungen erklärt, und jetzt machen wir das einfach mal hier in Deutschland und wundern sich, warum sie damit auf die Nase fallen. Naja, sie verlassen im Prinzip den Rechtsschutz der Lage Landkriegsordnung freiwillig durch Erklärung, entweder im Schriftsatz oder eben durch die Nennung von UCC oder von davon abgeleiteten Common Law. Und der Richter hat dann natürlich nichts Besseres zu tun, als sich zu versichern, dass er wirklich in das UCC oder Common Law Recht will. Und dann macht er natürlich Willkür, weil er dann im Prinzip aus der Pflicht, uns das staatliche Recht gewähren zu müssen, aus ist. So, die Pflicht, das staatliche Recht zu gewähren, ergibt sich aus EGBGB § 50, also das Reichsrecht gilt fort, sofern sich aus dem Reichsrecht selber keine Auflösung ergibt. Und das wird eingesetzt immer über die Haager Landkriegsordnung, Artikel 43, Landesrecht, und über Grundgesetz, Artikel 25. Dort steht auch wieder, das ist Völkerrecht.
Rechte und Pflichten erzeugt und dass es dem Bundesrecht vorgeht. Völkerrecht ist alles das, was in den mehreren hundert Jahren sich als Rechtsgrundsätze ausgebildet hat. Also zum Beispiel Rechtsgrundsatz wäre, was in der Hauptstadt gilt, gilt im ganzen Land. Und natürlich das, was als Recht durch internationale Verträge etabliert wurde. Das ist die Genfer Konvention. Da gibt es bis zum Zusatzprotokoll 14, das ist ja ein besonderer Artikel, den man mal lesen muss, wo die UN sagt, dass es im Prinzip alle Etagen der staatlichen Rechtsprechung durchlaufen werden müssen, bevor man eine Beschwerde machen kann. Da könnte ich in Deutschland im Prinzip gleich in der ersten Instanz aussteigen, weil es ja keine staatlichen Gerichte gibt. Ja, wenn es keine staatlichen Gerichte gibt und Ausnahmegerichte verboten sind, kann ich im Prinzip bei jeder Kleinigkeit beim internationalen Roten Kreuz, zu unterscheiden vom deutschen Roten Kreuz, dort eine Beschwerde machen. Das ist also bei allen, wenn die GEZ plündert oder irgendwo, kann ich also dort beschweren. Na, Plünderung im Feindstaat ist also Kriegsverbrechen. Und deswegen werden also solche Bescheide, wo es als Sozialleistung entziehen, auch nicht unterschrieben. Die haben auch keine Bearbeiter, es ist keine Unterschrift drin, aber dort wird einem was angedroht und dann wird es einem einfach durchgezogen. Und dann hieß, es war ja keiner dafür verantwortlich, wenn wollen sie denn verknacken. Und da bleibt dann natürlich nichts anderes übrig, als ins Übrig zu gucken und zu gucken, wer da drinnen steht und den dann sozusagen anzuschreiben und sagen, ist das Schreiben von Ihnen oder von Ihrer Behörde, ja oder nein. Und wenn nicht, musst du dann die Aufhebung begehren. So kann man also dagegen vorgehen. Eventuell kommt auch gar nichts, aber so, das ist das, was dir bleibt. Und wenn dann auch noch Willkür gemacht worden ist, dann musst du eben nach Genf eine Klage machen oder eine Verfassungsbeschwerde, was auch immer. Aber das ist der rechtliche Rahmen, wo wir uns hier bewegen können. So, aber man muss sagen, dass das, was natürlich existiert und was wir einem gerne so als ihren Rechtsstaat bezeichnen, alles nur Stückwerk ist. Wir brauchen eine Lösung, um wieder einen ordentlichen Staat herzustellen. So, die Lösung heißt, indem wir die Siegelrechte uns wiederholen, die wir durch Unachtsamkeit oder auch durch die Kriegswurm im Prinzip an andere abgetreten haben. So, die Bundesrepublik hat im Prinzip die ganzen Siegel in den öffentlichen Amtsstuben eingesammelt und hat die alle unter Verschluss gemacht, damit wir im Prinzip nicht vom Geburtsrecht in die Einbürgerung kommen. Und wenn wir nicht eingebürgert sind, muss uns die Bundesrepublik nicht als Staatsbürger behandeln. Das ist das, was hier läuft. So, aber das können wir ja beenden, indem wir einfach rauskriegen, wo ist welches Siegelgebiet, also wo sind die Grenzen des Bundesstaates, wo sind Gemeindegrenzen, was auch immer, welche Siegel haben dort gegolten. Und es interessiert uns das Datum 27.10.1918. Wenn wir rauskriegen, welche Siegel und welche Gebiete an dem Tag gegolten haben, können wir mit einer ganz einfachen Siegelrechtewahl unser Siegelrecht wiederholen und mit der Prüfung nach dem Rüsttag im Prinzip feststellen, wer hätte denn ein Einbürgerungsrecht. Ja? Also die Geburt in einem Bundesstaat etabliert ein Einbürgerungsrecht, da ist man also noch nicht eingebürgert, man ist zwischen Geburtsrecht und dem Verwaltungseck in der Mitte. Ja? Und wenn wir das Siegelrecht erworben haben, können wir im Prinzip ordentliche Siegel machen, ordentliche Heimatscheine, zu Wahlzwecken erstmal. Und wenn man die Siegelrechtewahl absolviert hat, kann der Heimatschein umgetauscht werden in den echten. Ja? Der Heimatschein zu Wahlzwecken hat also im Siegel unten noch den Ring Notstandsrecht 1913-14, also das ist Kriegseintritt. Die Formulierung der ersten notstandsrechtlichen Gesetze und der Kriegseintritt sind die Grenze 1914. Und dort wurde das Notstandsrecht im Prinzip durch das Kriegsrecht ersetzt. Deswegen interessiert uns jetzt das Ende 27.10.1918 nicht mehr, an der Stelle nicht. So, jetzt müssen wir uns überlegen, wer wäre wahlberechtigt für die Siegelrechtewahl. Da muss man sich überlegen, wann wurde das Staatsfragment DDR und BRD gelöscht. Weil für die Ostgebiete kann man nicht tätig werden, weil die ja noch unter russischer Verwaltung stehen, beziehungsweise jetzt polnischer, die Russen. Haben die Verwaltung der Ostgebiete an Polen delegiert. Die verwalten das und die müssen es erst wieder zurückgeben, wenn der König von Preußen oder dessen Vertreter das Kriegsende erklärt. Ja, dann würde im Prinzip Russland den östlichen Teil beanspruchen von Polen und das Kaiserreich den westlichen Teil. Damit würde Polen aufgelöst werden. Unter anderem würde auch das Kriegsrecht in Niederlande beendet. Niederlande hat ja keine Verfassung, die haben also auch ein Grundgesetz, weil die formale Besatzung vom Kaiser von Deutschland auf den Niederlanden immer noch besteht. Die würden also da auch frei werden. So, und dann, was? Also, ja, gut. Okay, wir machen mal ganz kurz eine Pause, weil unser Video darf noch bis 30 Minuten sein, wegen technischen
Gegebenheiten und dann kümmern wir uns mal um die Siegerrechte.